Carsten Sieling hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich jetzt hier in dieser Aktuellen Stunde erst einmal bei der Koalition bedanken. Bedanken dafür, dass wir uns die Gelegenheit geben und die Überschrift und das Thema sagen es deutlich, dass wir die Steuerbeschlüsse der SPD hier im Deutschen Bundestag erläutern dürfen und Ihnen nahebringen dürfen. Das ist umso notwendiger nach dem, was wir hier bisher gehört haben und was Sie dort für ein Durcheinander produzieren und was Sie für Sand in die Augen streuen. Ich will zum Ersten sagen, dass die Notwendigkeiten, die wir in Deutschland haben, vor denen darf man bitte nicht die Augen verschließen. Natürlich nimmt jeder zur Kenntnis, dass es Anstrengungen gibt, den Schuldenabbau voranzubringen. Aber, meine Damen und Herren, bei der hohen Neuverschuldung, bei den Verschuldungsgraden, die wir haben, muss man doch deutlich sagen, die öffentlichen Haushalte müssen gestärkt werden, dass das Ziel des Schuldenabbaus erreicht wird. Das ist der Wille der SPD. Und zweiter Punkt. Die Situation im Bildungssektor ist doch frappierend und in der Kinderversorgung. Wir wissen doch, dass wir da mehr machen müssen, und dafür möchten wir Geld in die Kassen haben, um diese gute Politik auch umsetzen zu können. Und das Dritte, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass wir ein Problem mit der Infrastruktur in Deutschland haben. Gerade in dieser Woche hat es einen Bericht der OECD gegeben, nachlesbar in der Presse, in der deutschen Presse, wonach wir in Deutschland bei den Straßeninvestitionen 134 Euro pro Jahr und pro Einwohner ausgeben. Vorletzte Stelle. Schlimmer noch im Bereich des Schienenverkehrs. Letzte Stelle mit 53 Euro pro Einwohner und pro Jahr. Meine Damen und Herren, es gibt einen Bedarf dafür, was zu tun, damit unser Land zukunftsfähig ist. Deshalb schlagen wir unsere Steuerpolitik vor. Und jetzt komme ich zu den Maßnahmen. Ich fange mit der Spitzensteuer an, weil hier ein Unsinn erzählt worden ist. Und ich nutze das Handelsblatt, um deutlich zu machen, was wir wollen. Das Handelsblatt stellt sehr deutlich dar, was die SPD-Vorschläge bedeuten. Und sie bedeuten erstens, dass der Anstieg des Spitzensteuersatzes erst einsetzt bei einem Jahreseinkommen von 64.000 Euro im Jahr. Darunter wird gar keine Kurve, ich glaube, Kollege Gutting war das, gar keine Kurve verändert. Ich sage es Ihnen in Zahlen und will eine Zahl vorwegschieben. Das Durchschnittseinkommen der Deutschen liegt bei 2.700 Euro im Monat. 2.700 Euro im Monat. Ich hoffe, die Kollegen von CDU, CSU und FDP können sich das überhaupt vorstellen, wie man davon lebt. Mehr als allein 50% haben nicht mehr als 2.700 Euro. Die SPD-Vorschläge werden bedeuten, dass eine Mehrbelastung bei Alleinstehenden beginnt bei 7.000 Euro im Monat. Dort wird es eine Mehrbelastung laut Handelsblattrechnung, und die entspricht auch unseren Zahlen, von 12,48 Euro geben. Das läuft hoch. Wer 50.000 Euro im Monat hat, der wird allerdings mit 2.300 Euro mehr belastet. Und das ist auch richtig und das ist auch gerecht. Die Personen können das. Und bei Verheirateten, damit das auch gleich klar ist, und Familien, 7.000 Euro wird natürlich noch mit null mehr belastet. Erst bei 15.000 Euro, ab 13.000 Euro kommt es überhaupt zu einer Mehrbelastung. 13.000 Euro für eine Familie im Monat. Und hier wird es bei, hier setzt es erst ein. Und wenn 50 Euro anfallen bei einem Jahr, bei einem Monatseinkommen von 15.000 Euro, wird das den Mittelstand nicht kaputt machen, sondern das setzen wir ein für gute Bildung und die Anstrengungen, die wir angehen müssen. Und, meine Damen und Herren, genauso ist es mit der Vermögensteuer. Auch das muss man doch mal klar sagen. Schauen Sie sich die Verteilung in Deutschland an, und Sie wissen, wie es in der Spitze aussieht. Unsere Vorschläge laufen darauf hinaus, und wir wissen, dass 1% des Vermögens von nur 800.000 Menschen, der größte Teil des Vermögens von nur 1% der Bürgerinnen und Bürger besessen wird. Das sind 800.000 Menschen, die haben ein Gesamtvermögen von 3 Billionen Euro. Da greifen wir in der Tat zu, und auch das ist richtig, und das werden wir für Bildung in den Ländern einsetzen, meine Damen und Herren, und dort sind wir auch deshalb auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt ein letztes Argument, und das heißt dann immer, damit werdet ihr aber dazu beitragen, dass die Wirtschaftsentwicklung nicht vorangeht. Auch das ist ein großer Unsinn, Herr Kollege. Zunehmende Ungleichheit schwächt Wirtschaftswachstum.
Das ist kein sozialdemokratischer Programmsatz. Das können Sie nachlesen unter anderem in den Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der OECD, die ausdrücklich auch Deutschland ins Stammbuch schreibt: Zunehmende Ungleichheit schwächt die Wirtschaftskraft eines Landes. Und unsere Politik wird Infrastruktur stärken, wird die unteren Einkommen stärken, wird die Konsumnachfrage in Deutschland stärken, wird es den Menschen besser gehen lassen und wird unsere Wachstumskräfte voranbringen. Und ein letztes Wort lassen Sie mich noch sagen. Diese Vorschläge, die ich hier mache, haben durchaus tagespolitische Relevanz. In Niedersachsen hat der Oberbürgermeister Hannovers und Kandidat für die Aufgabe des Ministerpräsidenten sehr deutlich angekündigt, dass wir nicht bis September warten wollen, sondern sagt im Wahlkampf sehr deutlich, wir werden mit unseren Vorschlägen zur Spitzensteuersatz, zur Steuerbetrugsbekämpfung, Steuerkriminalitätsbekämpfung, nicht Sozialneid, Kollege Michelbach, Steuerkriminalitätsbekämpfung, jetzt in den Bundesrat gehen. Wenn am Sonntag es in Niedersachsen eine Mehrheit gibt für Rot-Grün, dann wird es in Deutschland eine neue Politik geben. Und dafür sollten wir uns in der Tat einsetzen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Dr. Daniel Volk.